Ihr möchtet wissen, welche Temperaturen in eurer Wohnung herrschen und diese auch am besten gleich dokumentieren? Dann habe ich heute genau das Richtige für euch, das Azaton Thermo- und Hygrometer. Der Name Azaton kommt euch bekannt vor? Das kommt vermutlich daher, dass ich vor circa 9 Monaten schon mal ein Produkt aus diesem Hause vorgestellt habe. Die Azaton Wi-Fi Kamera. Solltet ihr diese preiswerte Überwachungskamera noch nicht kennen, habe ich das Video für euch oben in der Infobox verlinkt. Wie nun dieses Hygrometer in meinem Test abgeschnitten hat, erfahrt ihr gleich nach dem Intro. Bevor wir mit diesem kurzen Review beginnen, würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr meine Arbeit mit einem Like oder einem Abo unterstützen könntet. Aber jetzt schnell weiter zum Review. Das Azaton Hygrometer kommt in einer sehr kleinen und schlicht gehaltenen Verpackung an, allerdings enthält diese kleine Packung alles, was ihr dazu benötigt. Das Hygrometer, in welchem schon die Batterie eingesetzt wurde, ein Standfuß, ein doppelseitiges Klebeband zur Befestigung ohne Bohren, ein Magnet zur alternativen Befestigung, eine Ersatzbatterie des Typs 2032 und natürlich die kleine, aber feine Bedienungsanleitung. Besonders gefällt mir das schlichte Design, welches weder scharfe Kanten noch sonstige Schönheitsfehler aufweist. Eine Besonderheit ist das Display, denn hier ist nicht wie gewöhnlich ein LCD-Display verbaut, sondern ein HD-E-Ink-Display. Das Display ist an sich wirklich gut abzulesen, allerdings hat es keine Hintergrundbeleuchtung, was es etwas schwer macht, abends oder nachts die Temperaturen zu erkennen. Mit seinen geringen Maßen von 64,5 x 64,5 x 9,7 mm passt es wirklich überall hin, ohne viel Platz zu verbrauchen. Wie bereits erwähnt, hat es auch verschiedene Aufstell- und Befestigungsmöglichkeiten. Ihr könnt es mit dem Standfuß auf ein Regal oder einen Wandverbau platzieren oder mit dem Magnet bzw. dem doppelseitigen Klebeband an einer Wand oder eurem Kühlschrank anbringen. Die Verbindung mit der App ist wirklich sehr einfach gestaltet worden und wird auch innerhalb der App noch einmal erklärt, was es wirklich für jeden einfach macht, dieses zu koppeln. Die Daten werden für euch in der App kostenlos 6 Monate gespeichert und können somit wieder aufgerufen werden. Die grafische Darstellung der Daten macht es einem wirklich leicht, die Übersicht über die Raumtemperatur und die Luftfeuchtigkeit zu behalten, was ich als Haustierbesitzer sehr praktisch finde. Des Weiteren ist es auch möglich, die Temperatureinheit von Celsius auf Fahrenheit umzustellen oder den Batteriestand der 2032 einzusehen. Sonst gibt es hier leider keine weiteren Einstellmöglichkeiten. Schade finde ich persönlich, dass man in der App keinen Temperaturalarm einstellen kann, wenn dieser einen kritischen oder persönlich festgelegten Wert überschreitet, da es ziemlich praktisch wäre in Zusammenarbeit mit einer Klimaanlage. Ein weiterer Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Konnektivität. Denn Bluetooth 5.0 ist ja schön und gut, allerdings ich als einer der Verfechter des Smart Homes bin etwas enttäuscht, dass ich meine Temperatur nicht von unterwegs ablesen kann, da es leider kein WLAN-Modul verbaut hat. In der heutigen Zeit finde ich, sollte so ein Thermo- und Hygrometer definitiv über ein WLAN-Modul verfügen, denn wenn man aus der Ferne sehen kann, dass es viel zu warm in der Wohnung ist, könnte man auch im selben Zug die Klimaanlage starten. Kommen wir nun zu meinem Fazit. Da ich sonst nur die Temperaturen an meinem Pelletsofen ablesen konnte und diese nur Ganzzahlen anzeigen kann, war das Azaton Hygrometer eine wirkliche Bereicherung für meine Wohnung, überhaupt durch den geringen Preis von nur 17,99 €. Somit konnte ich immer genau sehen, wie die Luftfeuchtigkeit und auch die Temperaturen in meiner Wohnung sind. Praktisch finde ich auch das kleine Smiley auf dem E-Ink-Display, welches sofort anzeigt, wie die Qualität in dem Raum ist und man sofort Gegenmaßnahmen einleiten kann. Zum Beispiel die Klimaanlage oder einen Luftbefeuchter aktivieren. Was mich wie vorhin schon erwähnt etwas stört, ist, dass es leider immer noch nicht aktuell möglich ist, aus der Ferne die Temperatur zu kontrollieren. Dieses Feature würde ich richtig feiern und fehlt in meinem Smart Home definitiv noch. Wem die fehlende WLAN-Kompatibilität nicht stört und die Funktion gerne für seine Wohnung oder sein Haus haben möchte, dem kann ich dieses Thermo- und Hygrometer nur definitiv ans Herz legen. Sollte ich einen Rabattcode von Azaton bekommen, findet ihr diesen natürlich wie gewohnt unten in der Videobeschreibung verlinkt und somit sollte das Hygrometer nur noch 9,99 € kosten.
So, nun habe ich aber nichts mehr weiteres über dieses Hygrometer zu sagen. Also wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein, euer Michi. Ciao.